Jetzt kommen wir zur Cheops-Pyramide. Da fangen wir mal dabei mit an, dass wir hier 8 Seiten des Füllmaterials. Wir sehen also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Etwas, das man vor Ort so gar nicht wahrnehmen kann, weil die Abweichungen nach innen wirklich ganz minimal sind und man sieht diese Kante hier, die man jetzt hier ganz schön auf dem Bild sieht oder auf der anderen Seite, nur an bestimmten Tagen, wenn die Sonne entsprechend gut steht, relativ deutlich, also so deutlich, wie man das hier auf dem Bild sieht. Und das heißt ja, die endgültige Pyramide mit der Verkleidung war viereckig und vierseitig. Ja, viereckig auch, aber vierseitig. Das heißt also, die haben diese zwei Wände, die wir hier sehen, wo es hier ein bisschen nach innen geht, so verkleidet, dass daraus eine ebene Fläche wurde. Was den Aufwand natürlich auch wieder maximiert. Und da fragt man sich schon, irgendwie, wir haben hier Füllmaterial, das man eigentlich wahrscheinlich niemals hätte sehen sollen. Und das macht man nicht irgendwie parallel zur Außenkante, nee, ganz minimal, so V-förmig hier oben nach innen versetzt, sodass man auch hier wieder einen Aufwand hat, der eigentlich unfassbar ist. So, dann hat Hans Jelitto in dem Buch Pyramiden und Planeten, das kann ich übrigens auch nur empfehlen, kauft euch auch das Buch, guckt euch nicht nur die beiden Vorträge an, das Buch Pyramiden und Planeten ist auch, es zählt zu dem Besten, was ich über Pyramiden bisher zwischen die Finger bekommen habe. Hier, die Nordseite ist 230 Meter und 25 Zentimeter breit von hier nach dort. Die Südseite ist 230 Meter und 45 Zentimeter lang. Und es ist davon auszugehen, dass das kein Fehler ist, der aus Versehen passiert ist, weil 20 Zentimeter Unterschied, das ist zu groß. Die Toleranz ist zu enorm. 1 Zentimeter oder so, weiß ich nicht, würde ich vielleicht noch akzeptieren können, aber 20 Zentimeter, das kann man auch nicht, wenn man jetzt irgendwie ein 1 Meter langes Stück hat, was man einfach immer nebeneinander legt, also sprich jetzt keine Hightech-Vermessungsgeräte hat, man kann sich auf diese Länge nicht um 20 cm vertun. Und ja, Hans Jelitto hat daraus halt abgeleitet, dass man die goldene Zahl hier drin versteckt hat, sozusagen in den 440 Königsellen und hier die Zahl Pi. Und hier bei den beiden West- und Ostseiten, es ist nahezu identisch, ne? Wir haben einen Unterschied von 4 mm, ne? 39 zu 35. Und er hat daraus dann die Proportion 9 Zehntel und 7 Elftel abgeleitet, wobei ich jetzt nicht weiß, was das bedeuten soll. Wichtig wäre nur zu sagen, dass man die Pyramide bewusst ein paar Zentimeter anders von den Kantenlängen gestaltet hat, um Hallen oder besondere Zahlen abzuleiten. Hier ist es nochmal ein bisschen übertrieben dargestellt, also wir haben eigentlich nur einen rechten Winkel hier unten und ja, das, wenn man sozusagen das so ein bisschen übertreibt in der Darstellung, würde die Pyramide so aussehen und nicht quadratisch. Hier nochmal die Erklärung, wie er zu den einzelnen Verhältnissen kommt. Ist eigentlich auch, ja, finde ich einfach schön gedacht. Die Ecksteine. Also die Steine, die an den vier Ecken waren ursprünglich, waren ganz unterschiedlich groß. Ich habe hier mal einen Zollstock von 2 Metern reingelegt. Ihr seht, das Ding ist also nur unwesentlich größer. Das ist dieser Stein hier, der hier auf dem Foto zu sehen ist. Dann haben wir hier einen, der ist fast quadratisch, riesengroß. Im Verhältnis mal gezeigt hier, die Verhältnismäßigkeit von dem Stein zu dem Stein ist. Und auch da völlig unklar, warum baut man an alle vier Ecken verschiedene große Fundamentblöcke. Ja, hier sehen wir jetzt so eine Schräge, die nachträglich rekonstruiert wurde und auch vom Winkel nicht exakt ist. Eigentlich wie kaum anders zu erwarten. Ja, wir haben hier den Felsenboden, auf dem das Gizeh-Plateau errichtet wurde. Auf diesem Felsenboden sind Verlegeplatten, also riesige Steinplatten verlegt worden, die unten angepasst wurden an den Felsboden und oben halt sozusagen die verschiedenen Nivellierungen für die Pyramiden gebildet haben. Unfassbar. Gut, jetzt gehen wir so langsam in die Pyramide rein. Wir beginnen mal bei der 1, das war der Eingang. Dann ist hier ein über 100 Meter langer Gang, der nach unten führt, der einmal 1 Meter groß ist und relativ rau ist, rau behandelte Steine. Da sind jetzt so Holzpaneele drin, auf denen man halt drunter gehen kann und rechts und links haben sie ein Geländer an die Seitenwände befestigt. Da denke ich, also
wie sind die damals darunter gekommen? Wenn ich jetzt an diesem Punkt bin, hier sagen wir mal, ja, und ich rutsche aus, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, irgendwie zu bremsen. Ich falle hier runter, bis ich hier unten ankomme und aussehe wie ein Teller bunte Knete. Also das ist sehr gefährlich. Und ja, da weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht hatten die da sich im Yogi-Sitz begeben und sind da durchgeschwebt. Dafür wäre die Höhe hoch genug. Aber wie man da so normal durchgekommen ist, allein das ist ja schon ein Rätsel. Dann kommt man hier unten in die unvollendete Kammer oder so ähnlich wird das genannt. Alles in den Fels gehauen. Ihr seht ja hier das Felsniveau von unten, ist hier schön eingezeichnet. Von der geht ein 18 Meter langer Gang ab, der auch einmal ein bisschen kleiner ist sogar als einmal ein Meter. Ich glaube 80 mal 80 Zentimeter. Und endet hier 18 Meter tief im Stein. So. Dazu hat Drumvalu Melchisedek geschrieben, dass es Energiebahnen gibt, die spiralförmig durch die Pyramide durchgehen. Und wenn man seinen Kopf hier hinten hinlegt, dann hat man sozusagen hat man eine sehr gute Position, um im Strahl dieser Energiebahnen zu liegen. Dann geht es hier noch weiter nach unten. Das ist ein Schacht, der ist aber den Archäologen oder Ägyptologen zugemacht worden. Da kann man nicht runter. Da ist irgendwie eine Betonplatte eingelassen worden. Ja, da gibt es halt nur Gerüchte, dass es da halt noch weitere Kammern gibt und es alles auch noch nach unten sehr tief runter geht. Ja, dann gehen wir wieder zurück an diese Stelle, könnten hier wieder einen Gang hochgehen, der einmal einen Meter groß ist, kommen dann auf einen horizontalen Gang, der ist ein Ticken größer und kommen dann in die Königinnenkammer, die sogenannte. Relativ schmuckloser Kasten, oben halt mit einem Spitzdach versehen. Und hier ist das Skurrile, dass diese Gänge, die hier weggehen, die sieben gekennzeichnet und hier die sieben, das sind zwei Gänge, die sind 20 mal 20 Zentimeter groß. Das heißt, da kann kein Mensch rein, die mussten von Anfang an so geplant worden sein. Und es gibt dazu auch von Hans Jelito eine schöne Beschreibung, aus was für Material diese Gänge sind. Das sind nämlich ganz viele verschiedene Steine, die auf eine unterschiedliche Art verarbeitet wurden. Also das an sich, nur der Gang ist schon unglaublich. Ja, der geht halt hier in so einem fast 45-Grad-Winkel hoch und auf der anderen Seite entsprechend auch. Allerdings ist es hier noch verrückter. Der Gang ist nicht gerade nach oben, sondern der knickt dann noch sozusagen in die Tiefe des Raumes ab, während er in dieser Schräge nach oben weiter verläuft. Ist also sehr komplex, da überhaupt mal reinzukommen. So, was wir hier sehen, bei Nummer 9 ist die große Galerie, die sogenannte, was auch immer das gewesen sein soll oder war, was das für einen Zweck hatte. Dann kommen wir hier in so eine kleine Vorkammer und sind dann hier in der sogenannten Königskammer mit dem Sarkophag. Und auch hier sind zwei Schächte, die gehen allerdings bis an die Außenkanten der Pyramiden. Da hat man mal ein Feuer gemacht und konnte sehen, dass dann der Rauch da rauskam. Genauso auf der anderen Seite. Ja, worauf ich noch hinweisen möchte, ist die 10 cm dicke Schicht schwarzes Pulver, die auf den Böden der Deckenplatten gefunden wurden. Von denen leider keine Materialprobe genommen wurde, damals irgendwie, als sie das gefunden haben. Es wurde aber berichtet, dass dort halt eine mehrere Zentimeter dicke schwarze Pulverschicht gefunden wurde. Was auch immer das bedeuten mag, kann halt vielleicht ein Indiz dafür sein, dass dort irgendwie mal Metall lag und das oxidierte und das irgendwie wieder die These stützt, dass es sich hier um ein technisches Gerät handelt, also die ganze Pyramide an sich. Ja, Gernot Geisel schreibt auch in seinem Buch Verborgenes Geheimwissen, dass in diesem Gang hier Kernbohrungen gemacht wurden in die Seitenwände. Ich weiß leider nicht an welchen Stellen. Und man hat dann festgestellt, dass hinter den Verkleidungsblöcken dieses Ganges ja, gesiebter, schwermetallhaltiger Sand ist. Also zum einen gab es ein bisschen, kommen wir darauf mal zuerst, auch ein bisschen Füllmaterial, sodass der Eindruck entstand, dass also nicht alle Steine dort in der Pyramide exakt aneinander gefügt sind, sondern es gibt wohl auch so ein bisschen Schichten dazwischen. Naja, und dann haben die halt in den drei Kernbohrungen halt festgestellt, dass es immer auch eine in etwa 20 cm dicke Sandschicht gab von gesiebtem Sand. Sie haben festgestellt, dass der eine besondere Zusammenhaltung hat, also Zusammensetzung hat, also wie gesagt, schwermetallhaltig, und haben
in 400 Kilometer Entfernung eine Stelle gefunden, ich weiß leider nicht mehr wo, wo sie halt solchen Sand gefunden haben, allerdings in nicht gesiebt, sondern halt in etwa auch größeren Kieselgrößen. Das heißt also, es ist definitiv klar, die haben diesen Sand gesiebt, um halt auf dünne Kieselgrößen zu kommen. Und unklar ist, ob dieser Sand die gesamte Kammer hier noch verkleidet und den gesamten Gang und vielleicht auch die gesamte Galerie und auch vielleicht die gesamte obere Kammer. Und das nächste Ding ist natürlich, wozu? Warum brauche ich schwermetallhaltigen gesiebten Sand? Also, wenn es so in Schichten aufgebaut ist, dass dieser Sand drumherum ist um die Kammern, dann fällt mir spontan sowas wie ein Orgonakkumulator ein, wo halt über verschiedene Schichten eine Art Energiebündelung innerhalb eines Raumes erzeugt wird. Da geht es, glaube ich, immer um Schürwolle und Metall oder irgendwie sowas. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass das Ganze einen technischen Zweck hatte, das habe ich ja schon mehrmals erzählt, und das aus irgendeinem Grund für diesen technischen Zweck vonnöten war, dass man da gesiebten Sand reinpackt. Aber auch baulogistisch schon wieder treibt es das Ganze noch ein auf die Spitze. Und dann habe ich noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar hier sehen wir die gestrichelte Linie, die die Mitte anzeigt von der Pyramide. Und wir sehen hier einen kleinen Versatz hier an der Stelle. Das ist also eigentlich müsste der Boden hier geradeaus weitergehen bis genau zu dieser gestrichelten Linie. Hier ist nämlich so eine kleine Ecke drin, das sehen wir in den nächsten Bildern. Hier geht es mir um diese kleine Ecke. Da. Weil genau diese Kante ist der Mittelpunkt. Also es liegt nicht unter der Spitze, was ist ja nicht genau in der Mitte angelegt. Der Gang, das Gangsystem ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Stück nach Süden versetzt. Ja, aber hier haben sie es halt noch genau eingezeichnet. Und ja, auch ganz schön eingezeichnet. Man sieht halt hier schön, wie hier der ursprüngliche Eingang war. Wo natürlich dieselbe Frage besteht, wie eben auch schon, wie sind die überhaupt an diesen Punkt hier gekommen, wenn alles super glatt war. Und hier ganz schön, das sieht man, ist sehr schwer zu finden, so ein Bild, wo man mal eine Seitenanordnung hat, wie das Ganze seitlich zueinander ausgerichtet ist. Ja, die Felsenkammer, die Königinnenkammer und die Königskammer mit den darüber eigentlich unzugänglich gewesenen ja, Räumen, die da noch sind. Das sind, ja, wo ist die Maus? Hier, diese sogenannten Entlastungskammern, was natürlich auch ein völlig schwachsinniger Name ist, weil die da müssen da nichts entlasten. Also nur dazu mal ganz kurz, dann hätte diese Kammer hier auch Entlastungskammern haben müssen, weil die sozusagen noch mehr Druck ausgesetzt, weil die ein bisschen mehr tiefer liegt als diese hier. Also das ist keine Entlastungskammer, das hat nichts, das ist nichts Statisches hier. Das hat irgendeinen anderen Grund. Ja, hierzu, was die seitliche Ausrichtung hier angeht, die auch sehr perfekt hinbekommen wurde, haben mir mehrere Ingenieure gesagt, dass ihnen das ein völliges Rätsel ist, wie man sowas ohne Hightech-Vermessungsgeräte bewerkstelligen soll, dass diese Kammer, die hier unterirdisch im Felsen ist, wirklich exakt auf einer Linie ist mit den anderen Kammern, die halt, was weiß ich, wie viele Meter da drüber liegen. So auch bautechnisch ja, eine faszinierende Geschichte. So, darauf möchte ich auch nochmal hinweisen. Diese Stellen, die jetzt hier rot markiert sind, ne, Granitplug, die waren halt verschlossen. So, und jeder, der sich jetzt Gedanken darüber macht, was für ein technisches Gerät es gewesen sein könnte, der muss halt beachten, dass diese Dinger hier zu waren, ne? Also das ist ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Modelle seht, wo irgendwie Leute irgendwas vorstellen, und das so vorstellen, dass es heute funktionieren würde mit diesen Öffnungen, dann stimmt es nicht, ne? Dann ist das irgendwie nicht ganz korrekt, weil man hat diese Blöcke hier gefunden und auch hier musste erst jemand die Wände abklopfen, um überhaupt zu entdecken, dass da diese zwei kleinen Hohlräume sind hinter den 20 x 20 cm großen Steinen, die da drin waren. Und dann hat man die Steine weggekloppt und erst dann diese Schächte überhaupt gesehen. Was für mich auch wieder so ein bisschen darauf hindeutet, dass hier Wissen verborgen ist, weil diese Schächte, dadurch, dass sie abgeschlossen waren, erfüllen ja überhaupt kein Zweck, außer dass, wenn eine Zivilisation technisch in der Lage ist, da mal reinzufahren und am Ende rauszufinden, was am Ende dieser Schächte ist, dann hat man sichergestellt,
Na, dass man halt eine Menge Ablenkung und so weiter hat, um wirklich erst einer Hochtechnologie dieses Wissen zu ermöglichen. Es sei denn, man käme auf die Idee, die ganze Pyramide von oben abzutragen. Dann würde man das natürlich auch irgendwann entdecken. Ja, dann gibt es hier noch diese drei Steine, die hier extra hervorgehoben sind. So wie ich das verstanden habe, ist der Gang halt immer aus Seitenplatten bestehend, außer diese drei Steine, die sind halt, also da haben sie dann halt den Gang durch diese drei Platten durchgesetzt. Auch wieder ein Bauaufwand, der enorm ist. Also man hat quasi ein Rechteck, wo man dann halt den Gang, ein etwas größeres Rechteck als den Gang, und da schneidet man dann halt das Rechteck oder das Quadrat von dem Gang raus und setzt dann den Stein so ein, dass der perfekt reinpasst. So, hier unten sehen wir noch einen etwas neueren Plan, wo man schon mal sehen kann, ja, wie alles immer primitiver wird. Hier die Bootsgrube, das ist ja noch ganz schön gezeichnet. Hier sehen wir die zwei Lagen, die meiner Meinung nach nicht stimmen. Da waren halt Hochkant Platten drin, die da Hochkant drin standen. Da waren nicht zwei Schichten drauf. Dann halt hier Kalksteinpflaster ist hier angedeutet, aber hier wiederum nicht. Hier ist aber der Boden auch mit Kalksteinpflaster ausgelegt gewesen. Und die Pyramide wird halt einfach nur schraffiert und selbst der Ansatz der Pyramide hier ist falsch dargestellt. Das sehen wir hier. Hier ist es richtig dargestellt. Ja, es ist schon ein bisschen traurig, dass mittlerweile immer alles mehr simplifiziert wird. Wir sehen bei dieser Zeichnung hier sogar die unterschiedlichen Höhen der Steinschichten. Eine enorme Arbeit, das alles genau einzutragen. Ja, und ja, da aus solchen Plänen kann man natürlich immer dann viel mehr entnehmen als aus sowas hier. Hier zeige ich dir nochmal wegen der Bootsgrube, damit man die auch mal sieht. Wir sehen jetzt hier den ursprünglichen Eingang. Also da wurde ein bisschen mehr rausgehauen. Man hat halt gesehen, dass hier so eine riesigen vier so eine Steine verbaut wurden, die dazu dienten, im Falle eines Erdbebens, dass der Schlussstein, der den Eingangstunnel versiegelt hat, dass der nicht irgendwie rausrutschen kann. Also das ist wirklich ein statisches Bauelement, was wir hier sehen. Das war natürlich alles früher gar nicht sichtbar. Früher war da nur der kleine Eingang und der Tunnel ging da rein. Der Eingang, durch den wir auch reingegangen sind, ist hier. Das ist der Eingang, den Al-Mahmun, glaube ich, hieß er, um das Jahr 800 da reingehauen hat. Der hatte irgendwie die Info, dass in der Nordseite der großen Pyramide ein Eingang sein müsste. Und hat dann gesucht und nichts gefunden. Und hat dann irgendwann beschlossen, okay, dann nehme ich einfach genau die Mitte und hämmer da jetzt einfach mal einen Gang rein. So, da die Frage, ihr seht ja, hier ist so ein Mensch, ne? Das ist also auf 5 Meter Höhe in etwa. Ja? Von hier ist das Bodenniveau bis hier, wo der Eingang ist, das schätze ich jetzt mal auf 5 Meter. Warum hat er den Eingang so hoch gebaut? Das ist ja voll umständlich, da hochzukommen. Und die Lösung ist ganz einfach, der Sand stand bis hier. Also der hat den Eingang auf seinem vorgefundenen Bodenniveau einfach angelegt und der Rest war halt komplett versandet. Und das würde für mich auch bedeuten, die ganzen Taltempel und die Sphinx und so, das haben die alles zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen. Da war überall fett viel Sand drauf. Ja, dann haben die also hier den Stollen sozusagen, sieht wirklich aus wie so ein Stollen im Bergwerk hier reingetrieben. Ja, hier die Südseite der großen Pyramide. Wir sehen hier klein gemauerte Steine. Hier, hier. So. Das tauchte erst vor kurzem auf. Also die Seite der Pyramide war mal ein Jahr lang abgedeckt, weil es da irgendwie, ja, was auch immer gemacht wurde. Und es wurden hier anscheinend Steine entfernt. Also von diesen großen Steinen hier wurden welche entfernt, um in das Innere der Pyramide zu kommen. Dann hat man, weil man nicht in der Lage war, passgenaue Größe Steine da anscheinend irgendwie einzusetzen, hat das einfach mit kleinen Steinen zugemauert und verputzt. Und als die Plane weggenommen wurde, hat man nicht gesehen, dass hier irgendwas nachträglich gemacht war, weil da halt der Putz drauf war, der Oberfläche der Steine so ein bisschen angepasst war. Und nach ein paar Jahren Sandstrahlgebläse des ägyptischen Wüstensandes hat man halt plötzlich gesehen, ups, hier ist jetzt die Verputzung ab und ja, da ist anscheinend mal geforscht worden. Nur ist davon nichts veröffentlicht. Also überhaupt von dem Projekt an sich. Das ist jetzt die sogenannte Felsenkammer, unten halt in den Fels geschlagen. Ein Mensch ist in etwa so groß von hier bis hier. Hier ist ein kleiner Gang in der Mitte, der teilt diese Elemente hier von denen hier.
Da habe ich drin gesessen und mal einen Om angestimmt. Das ist schon eine interessante akustische Erfahrung. Und hier oben, das sieht aus wie so ein kleiner Stuhl, der kann man halt sitzen. Hier ist die Armlehne, da habe ich auch gesessen und auch mein Om intoniert. Das war schon schön. Ja, Sinn und Zweck dieser Kammer erschließt sich mir gar nicht. Habe ich keine Idee, warum man sowas, was so unfertig wirkt, so, was der Sinn und Zweck davon sein soll, ja. Jetzt kommen wir in die Königinnenkammer, in der sogenannte. Da habe ich hier ein kleines 3D-Modell von Axel Klitzke mal eingefügt. Also man sieht hier diese Treppen, auch wieder das kleine Krakgewölbe, das ist das hier, was wir hier sehen. Hier diese Schächte, die hier abgehen, diese kleinen 20x20 cm, das ist hier der Eingang dazu. Geht halt erst horizontal und dann so 45 Grad nach oben. Und ja, von der Größenorientierung, hier seht ihr halt den Mensch, ne, der hier in diesem Krakgewölbe steht. Dahinter gibt es noch hier einen Gang, der hier aber auch blind endet. Da war ich nicht drin. Der Eingang an sich ist ein bisschen höher als der Normeingang. Also wir haben hier 1 Meter breit mal 1 Meter 60, irgendwie sowas. Und was wir hier sehen, ist der Tunnel. Den wir hier sehen, dieser kleine 20x20 cm, der reicht bis hier oben hin. Und dort hat man einen Roboter reingeschoben, 1996, beziehungsweise reinfahren lassen, einen ferngesteuerten. Dann kam man an eine Steinwand sozusagen, die so zwei Kupfer- oder die zwei Metallbeschläge hatte, wovon ein Beschlag sogar runtergefallen war und der lag auf dem Boden. Wurde dann auch mit einem anderen Roboter geborgen und rausgezogen. Dazu kann man nur sagen, dass irgendwie ein Jahr später oder so mal nachgefragt wurde, was ist denn das für ein Material gewesen, dieses Metall, was ihr da rausgeholt habt von diesem kleinen Türchen. Und da haben die Ägyptologen dann wohl gesagt, naja, dieses Teilchen ist verloren gegangen, bevor wir eine Materialprobe machen konnten. Da fragt man sich natürlich schon, was das soll. Also die haben dann irgendwann einen zweiten Roboter da reingeschickt, oder einen dritten dann schon, der ein Loch gebohrt hat in diesem Block und haben halt festgestellt, dahinter geht der Gang weiter, 23 cm lang und dann kommt nochmal so ein Block, also wie so eine Art Versperrungs, wie eine Tür, so, ne, aus Stein, so ein kleines Teil. Das sind die hier zu sehen sind. Das ist der erste Block und das ist der zweite Block. Ja, das war 1996 und dann war die Pyramide 1998 ein Jahr lang oder zwei sogar gesperrt. Offizielle Begründung, die ganzen Touristen schwitzen so viel, dass man innen halt alles irgendwie mal säubern müsste, weil es ja, den Stein so angreift. Ja, und 2 Jahre später ist dann die Pyramide wieder geöffnet worden und man hat seitdem von diesen sogenannten Gantenbrink-Schächte, weil Gantenbrink hieß der Ingenieur, der den Roboter gebaut hat und da reingefahren hat, den ersten, man hört davon einfach nichts mehr. Was ist denn jetzt irgendwie hinter dem nächsten Türchen? Und da gibt es die Theorie von Erich von Däniken. Er sagt, dass hinter der nächsten Tür der Gang noch mal ein bisschen weitergeht und dann einfach endet. Und auf der letzten Wand ist ein Symbol, ein Zeichen angebracht, das nicht hieroglyphisch ist. Und deswegen wird das halt nicht an die Öffentlichkeit weiter transportiert. So, das war die Königinnenkammer. An sich schon echt, ja. Eine Menge Fragezeichen. Jetzt kommen wir zur großen Galerie, auch wieder ein Krakgewölbe, in dem Fall aber schräg angeordnet, also ja, bautechnisch noch aufwendiger als die Krakgewölbe, die wir in den anderen Pyramiden schon gesehen haben. Enorm hoch, ich weiß gar nicht wie hoch, müssen wir mal nochmal nachgucken. Ja, da sind wir dann schräg hochgegangen. Dann kommt hier noch eine schöne Theorie, dass die Pyramide gar nichts mit Menschen zu tun hat, sondern sich um einen Energietransformator handelt und dass da halt sozusagen Helmholtz-Generatoren in dieser Galerie mal hingen. Ich glaube das persönlich nicht, weil der Sarkophag in der Königskammer ist auf Menschen konfektioniert und das hat meiner Meinung nach, also das ist ein Indiz für mich, dass er mir sagt, das hatte irgendwas mit Menschen und nicht mit rein Energie zu tun. Hier wollte ich noch ergänzen, dass die Zacken, die man hier oben sieht, von den Ägyptologen irgendwann abgeschlagen wurden. Da kann man auch, also ja, was Ägyptologen so tun, ist also mehr Wissen zu verhindern als Wissen zu fördern.
Das Argument war, glaube ich, das sei zu gefährlich, weil so ein Ding ja runterfallen könnte und einen Touristen verletzen würde. Klar, also es hat da tausende von Jahren gehalten und jetzt könnte es irgendwann runterkommen. Also es ging wahrscheinlich meiner Meinung nach darum, den Sinn und Zweck dieser Galerie zu verstecken und halt das Ding irgendwo so zu verschandeln, dass man halt irgendwann, man kommt halt dann nicht mehr darauf, wofür was der ursprüngliche Zweck war. Und wenn das hier eine Galerie war, wo diese Helmholtz-Resonatoren drin gehangen haben und die Cheops-Pyramide ein großes Kraftwerk war, dann frage ich mich doch, warum gibt es keine andere Pyramide, die solche Innenräume haben, wie so eine schräg gesetzte Galerie? Also haben die dann nur ein Kraftwerk gehabt und das hat für die ganze Welt gereicht oder für deren Welt? Irgendwie erschließt sich mir das mit der Kraftwerkthese nicht so richtig. Aber gut. Ausschließen möchte ich es natürlich auch nicht. Ich bin da kein Techniker und kein Frequenzmensch, aber ja, das wollte ich nur zum Besten geben, dass halt die Ägyptologen hier wieder mal ihren Teil dazu beigetragen haben, Wissen zu vernichten. Hier, um auch nochmal auf diese These mit dem Kraftwerk einzugehen. Das ist natürlich ganz schön, wenn man hier sieht, dass der Wardenclyffe Tower von Tesla halt auch über so Wasseradern lief und dass Wasseradern natürlich auch einen Strom erzeugen. Das will ich alles ja gar nicht in Abrede stellen. Da finde ich es dann aber eher schon abgefahrener, dass man halt hier 2018 hier bei diesem Teil, was in Texas gesichtet wurde, das doch eher irgendwie anmutet wie so eine Tesla Wardenclyffe-Turm. Dass man über diesen Weg Energie erzeugen kann. Das glaube ich auch, dass man halt irgendwas in den Boden pumpt und damit kann man das dann halt verteilen. Es gibt ja auch diese Bilder von Tesla, wie er Glühbirnen einfach in den Fußboden steckt und dann eine ganze Straße damit beleuchtet. Also der Boden war dann schon elektrifiziert und das war aber überhaupt anscheinend nicht gesundheitsschädigend oder so. Man hat da keinen Schlag bekommen oder irgendwas. Also diese Wardenclyffe-Nummer, die funktioniert schon. Es wird ja hier oben auch das US-Patent zur Anmeldung gebracht. Also das macht man ja auch nicht, wenn man keine Idee davon hat und nur Geld verbrennen will. Da wird schon was dahinter stecken. Aber das jetzt ja auf diese Pyramide zu übertragen, finde ich halt sehr gewagt. Da fehlt mir irgendwie das Abstraktionsvermögen. Da komme ich nicht so richtig mit klar, muss ich ehrlich gestehen. Stefan Erdmann hat noch davon gesprochen, dass man massive Salzablagerungen in der Pyramide gefunden hat, was mich ja auch wieder denken lässt, dass das wieder eher die Sintflut-These stützt, da Salz nur vom Mittelmeer gekommen sein kann und nicht aus Süden vom Nil herangeschafft wurde. Er sagt, es sei irgendwie ein Wasserkraftwerk gewesen, die ganze Pyramide an sich. Also er redet, glaube ich, da, wenn ich es richtig verstanden habe, nur von der Cheops-Pyramide. Was ich dann aber wieder seltsam finde, ist, so wie er das sagt, ist dann das Wasser irgendwann durch diese Seelenschächte, werden die genannt hier, ausgetreten, verdunstet und damit könnte man dann halt auch das Wetter beeinflussen. Allerdings müsste dann ja das Salz auch in diesen Seelenschächten gewesen sein und so wie ich das in Erinnerung habe, ist das Salz aber nur hier unten im unteren Bereich an den Wänden gefunden worden. Ja, irgendwie passt diese Wasserkraftwerk-These auch nicht so richtig zusammen in meinem Kopf, aber. Ja, vielleicht irre ich mich da halt auch. Stefan Erdmann hat noch zusätzlich erwähnt, dass der von Herodot postulierte Kanal zwischen der unteren Kammer der Pyramide hier und der Sphinx, dass der Realität sei. Ja, wie gesagt, es gibt keine Karten über die unterirdischen Gangsysteme. Das ist total schade, weil das natürlich auch noch eine Menge klären würde, zum allgemeinen Verständnis beitragen könnte, was das Ganze da eigentlich soll, wenn man wüsste, wie die ganzen unterirdischen Gangsysteme angelegt wurden. Jetzt kommen wir also oben an. Da fällt schon mal auf, warum baue ich die Schräge der Galerie nicht so, dass ich hier irgendwie, also ich könnte die ja hier schräg verlängern und würde hier ankommen. Wäre ein bisschen einfacher, als hier noch so einen Meter nach oben krabbeln zu müssen, hier an der Stelle. Dann kommt man durch so einen kleinen Durchgang. Hier ist dieser Stein, der hier angedeutet ist, ist hier nochmal schön gezeichnet. Der hat hier so einen Böbel dran, der ist so Handteller groß, geht so richtig in den Raum rein. Und das könnte für mich eine Sperre gewesen sein. Also hier war ursprünglich mal ein Stein, der weggekloppt wurde, also es war verschlossen. Und vielleicht konnte man diesen Stein halt bis zu diesem Böbel hochschieben. Ja? Dann musste man hier durch. Hier sieht man schön, ne, wie gebückt man gehen muss, um da reinzukommen. Und hier hat man dann
die Kammer mit dem Sarkophag. Und hier sieht man nochmal angedeutet diese Schächte, die in dem Fall aber bis an die Außenhülle reichen. Der hier gestrichelt dargestellt. Wenn wir jetzt wieder bei unseren Prüfungen sind, könnte ich mir vorstellen, also hier ging es erstmal darum, du musstest hier reinkommen, du musst also an dieser Sperre vorbei. Und das machst du entweder, indem du den Stein ein Stück anhebst, der wird ja bestimmt auch eine Tonne gewogen haben oder ordentlich schwer gewesen sein, und du dann drunter durchkrabbelst, oder der Stein war gar nicht anzuheben, sondern du musstest halt durch. Also Rematerialisation, Dematerialisation. Ich kann das Wort gerade nicht aussprechen. Also man löst sich auf, geht da durch und rematerialisiert sich wieder. Man dematerialisiert sich und rematerialisiert sich. Das ist zwei schwere Worte, die ich von Luc Bürgin habe im Zusammenhang mit Mirin Dargio. Der war jemand, der sich hat den Körper durchstechen lassen, so wie das Gurus auch in Indien machen, nur er nicht nur im Gesicht, sondern auch im ganzen Körper. Und der spricht halt von Dematerialisation und Rematerialisation. Und vielleicht war das der Weg, wie die überhaupt erstmal in die Kammer gekommen sind. Jetzt sehen wir hier den Sarkophag nochmal, der hier diese Absprengung hat, im wahrsten Sinne des Wortes eine Absprengung, weil der Deckel, der da drauf lag, der hatte innen noch eine Fuge. Der konnte also nicht seitlich weggeschoben werden, sondern musste angehoben werden. Das wäre dann für die entsprechenden Eingeweihten die nächste Hürde, zu sagen, okay, ich muss diesen Deckel da irgendwie abheben, damit ich mich in den Container legen kann. Und im Container hat man dann Zugang zu kosmischem Wissen. Was auch immer kosmisches Wissen sein mag, ja, aber ich glaube, es hat irgendwas mit Wissenstransfer zu tun. Die haben also eine Dynamitstange hier rangesteckt, das Ding weggesprengt, so kamen die halt dann an den Deckel ran, konnten den hochheben, haben den da rausgeholt und ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwo existent ist. Auf jeden Fall konnte der Sarkophag da nicht rausgeholt werden, weil der nicht durch die Gänge passt. Der war also von Anfang an in das Gebäude integriert geplant. Hier gibt es dann noch schöne Zahlenspiele, die Axel Klitzke noch von den Steinanzahl der Wände abgeleitet hat. Und wir sehen auch hier von Axel Klitzke das Volumen, das ausgerechnet wurde. Und das kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen, sich die Vorträge von Axel Klitzke im Internet Wissen in Stein mal anzugucken. Das ist sehr inspirierend. Hier sehen wir jetzt den Sarkophag mit den Spuren der Sprengung, um nochmal ein Größenverhältnis zu zeigen. Das ist halt die Kammer in sich total schmucklos, da ist keine Hieroglyphe dran, nichts, relativ groß, unspektakulär eigentlich. Wenn man selber in dem Sarg mal liegt und ein Om anstimmt oder so ein bisschen so ein Brummen, also das geht durch Mark und Bein, das ist schon wirklich ein abgefahrenes Gefühl, da mal drin zu liegen und diesen Klang wahrzunehmen, die ganze Atmosphäre, also das hat schon was. Syenit-Sarkophag. Also erstmal zu dem Wort Sarkophag, habe ich unten ja hingeschrieben, kommt aus dem Griechischen und heißt Fleischesser, weil die Griechen nicht darauf klargekommen sind, dass halt, egal in welchen Sarkophag sie geguckt haben, es war nie irgendjemand drin. Und dann sind sie irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass der Sarkophag an sich das Fleisch der Menschen, die da drin lagen, verzehrt hat. Und deswegen also das Wort Sarkophag erstmal. Wir haben hier wieder Moschs Härtegrad von 6 bis 6,5, also auch wieder deutlich höher als Kupfer oder Eisen. Und dieser Sarkophag ist so perfekt bearbeitet worden, dass das Innenvolumen genau die Hälfte vom Außenvolumen entspricht. Das heißt, die Wanddicke ist deswegen so gewählt worden, damit halt die Wände dasselbe Volumen einnehmen wie der Hohlraum innen. Das gleiche hatten wir auch schon beim Serapeum. Da wusste ich jetzt nicht, ob es wirklich stimmt. Hier bin ich mir mittlerweile sicher, weil der Sarkophag enorm genau oft vermessen wurde. Und was noch dazu kommt, wir haben hier oben rechts die Angaben des Sarkophags in Königsellen. Und wir kommen also hier einmal auf die Summe aller Außenmaße mit 33 Königsellen, Summe aller Innenmaße 27 Königsellen. Das lässt sich zusammen aus nur 3 darstellen. Also 27 ist 3 mal 3 mal 3. Ergibt zusammen 60 und jetzt kommen wir hier noch auf die Summe der Innenmaße, Quatsch, auf die Summe aller Außenmaße plus Deckel. Was mich hier wundert ist, normalerweise ist der Deckel eines Sarkophags, so wie ich es bisher immer gesehen habe, einfach
eine Platte, die da drauf liegt. Ja? Und hier würde aber die 2,30, die hier angegeben sind, zu den 1,65 bedeuten, dass der Deckel, der hier drauf mal lag, innen auch noch einen Hohlraum hatte. Ich kann das nicht prüfen, weil ich von dem Deckel gar nichts mehr weiß. Also ich weiß nicht, ich habe darüber nichts groß gefunden, wie der ausgesehen hat. Wenn das stimmt, in dem Fall ist es hier von Axel Klitzke postuliert worden, dann ergibt halt die Gesamtsumme halt 66,6. Und ja, ist ganz interessant, dass allein nur der Behälter an sich schon ein unglaubliches Kunstwerk mit einer unglaublichen ingenieurstechnischen Leistung ist, das alles so hinzubekommen, dass man solche Zahlen davon ableiten kann. Das ist unfassbar. Ja, das fand ich sehr spannend. Das sind Screenshots aus einem Video. Das wurde, glaube ich, in den 80er Jahren mal im ZDF produziert von Heumar von Ditfurth. Das war so, ja, ein Wissenschaftler, der halt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja, Dinge postuliert hat, so ähnlich wie der Harald Lesch das heute tut. Wobei ich glaube, dem Heumar Ditfurth ist noch häufiger ab und zu mal die Wahrheit rausgerutscht als dem Harald Lesch. Die haben also eine Acrylglaspyramide gebaut und die halt hier einmal nach Norden ausgerichtet. Leider ist die Bildqualität sehr schlecht. Und einmal irgendwie und halt hier auf dem Boden nicht ausgerichtet ein Stück Fleisch gelegt und hier auf die Position der Grabkammer wird es ja genannt in der Cheops-Pyramide, haben den Stück Fleisch gelegt. Und nach 7 Tagen ist dieses Stück Fleisch hier vertrocknet, was auf der Höhe der Grabkammer lag. Und dieses Stück Fleisch, was hier unten lag, ist verschimmelt. Also da gab es einen unterschiedlichen Effekt. Es gibt also ja das, was der Pyramideneffekt genannt wird. Und der wirkt sich auch auf Klingen aus. Also das, was wir hier sehen, sind Raster-Elektronen-Mikroskopaufnahmen von Klingen, die halt hier einmal stumpf sind. Hier oben kann man das ganz gut erkennen. Das ist abgerundet da oben. Und nach ein paar Tagen Lagerung in der nach Norden ausgerichteten Acrylglaspyramide auf Höhe der Kammer, wo halt auch hier dieses Fleisch gelagert wurde, hat man halt festgestellt, dass das Oberflächenprofil dieser Klingen sich verändert hat und die Klingen schärfer geworden sind. Das ist etwas, was niemand erklären kann. Und ja, wie gesagt, das lief sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da ist denen aus Versehen mal die Wahrheit durchgerutscht, habe ich den Eindruck. Und ja, das funktioniert nicht bei Metallpyramiden. Das geht also nur bei Holz und Plexiglas. Und die Pyramiden müssen exakt nach Nord-Süd ausgerichtet sein. Es ist schon ein bisschen abgefahren. Hier, dieses Buch, The Pyramid Power. Da gibt es also diverse Anwendungen für diesen Pyramideneffekt. Zum Beispiel Gartenbau, Elektronik, Biochemie, dass man Samen und Saatgut auf dieser Höhe der Königskammer entsprechend ein paar Tage lagert, um das zu potenzieren. Hier steht es ja, ne? Samen und Saatgut, das vor dem Aussehen unter einer Modellpyramide gelegt worden war, schneller zum Keimen gebracht. Daraus entwickeln sich Pflanzen, die kräftiger und gesünder werden als alle anderen. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Urzeitcode, den der Luc Bürgin veröffentlicht hat, wo halt die Samen einem bestimmten Feld ausgesetzt wurden, also sprich einer gewissen Strahlung. Ich weiß leider nicht mehr, wie hoch die war. Das war, glaube ich, elektromagnetisch. Und wenn man die 3 Tage einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt hat, die Samen, dann haben die urzeitliche Pflanzen fabriziert, wenn man die eingesetzt hat. Also man hat zum Beispiel Urzeitmais damit gezüchtet. Man konnte auch das mit Karpfeneiern machen und hat dann Karpfen daraus bekommen, die auch urzeitlich waren, viel kräftiger und gesünder waren. Und das scheint hier ein ähnlicher Effekt zu sein, den Pyramiden in Nord-Süd-Ausrichtung bewirken. Das ist auch ein sehr interessantes Buch. Ich konnte das immer nicht so richtig einordnen, weil ich selber habe bei mir auch eine Papppyramide gebaut und die hingestellt, konnte aber diesen Effekt nicht nachvollziehen. Vielleicht auch, weil ich keine exakte Nord-Süd-Ausrichtung hinbekommen habe. Ja, da kann jeder mal, der Lust hat, forschen. Das ist ja an sich relativ schnell gemacht, so eine Pyramide. Da steht auch in dem Buch drin, welche Maße die haben muss, damit man halt genau auf diesen Proportionen der großen Pyramide in Gizeh kommt, die diesen
ja, wo dann halt dieser Effekt zutage tritt. Hier sehen wir die Decke der Königskammer in der Cheops-Pyramide und wir sehen so schwarze Verfärbungen. Und Dominik Görlitz hat da seinerzeit Proben von genommen und festgestellt, dass dort Eisen enthalten ist. Also es ist ein definitiver Beleg dafür, dass Eisen in der Pyramide, sie gehen davon aus, beim Bau der Pyramide verwendet wurde. Es gibt auch noch die These, dass dort Geräte drin standen, die halt oben diese Eisenspuren an der Decke hinterlassen haben. Ja, auf jeden Fall auch sehr spannend, was Dominik Görlitz zur großen oder zu den Pyramiden allgemein zu sagen hat. Hier Stefan Erdmann, der war zusammen mit Dominik Görlitz in der großen Pyramide und hat diese Eisenproben genommen. Hat auch Interessantes rausgefunden über die Einreichung der Cheops-Kartusche, also das, warum die Archäologie glaubt, dass die Pyramide von Cheops gebaut wurde. Da sieht man nämlich hier oben in der obersten Kammer hier, dass diese Kartusche dort gefunden wurde, an die Wand gepinselt. Und das ist die Kopie dessen, die dann eingereicht wurde im Britischen Museum. Und ja, das Seltsame dabei ist halt, dass alles, was dort an Kritzeleien und Malereien gefunden wurde, wurde halt im Britischen Museum eingereicht, alles mit Zeugen und Beglaubigungen. Nur dieses eine Schriftstück hier leider nicht. Ja, könnt ihr den Text schnell überfliegen. Hier sehen wir noch eine Seite des Tagebuches von dem Howard Wise, der halt als erster da oben war und diese Kartusche gefunden haben will. Und er rätselt halt, nachdem er das erste Mal dort oben war, rätselt er in seinem Tagebuch darüber, wie die Cheops-Kartusche wohl richtig geschrieben werden müsste. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt halt noch nicht bekannt. Und die Einreichung im Britischen Museum von der Kopie hier oben, die man halt hier auf dem Pergament sieht, die ist auch erst später erfolgt als alle anderen Schriften, die dort festgehalten und dokumentiert wurden. Ja, sehr dünnes Eis, würde ich sagen, auf dem sich da die Ägyptologie bewegt, wenn sie sich darauf beruft, dass diese Schmiererei von Cheops stammen soll und das belegt, dass er der Bauherr der Pyramide war. Naja. Dominik Görlitz und Stefan Erdmann hat man dann auch vorgeworfen, dass sie die Cheops-Kartusche da oben geschändet hätten, also sprich hier an dieser Kartusche hier irgendwelche Proben genommen haben und die beschädigt haben. Dann hatte man allerdings herausgefunden, dass die Veränderung der Kartusche, also sprich die Entnahme von irgendwelchen Materialproben, schon viel früher geschehen ist, nämlich zu der Zeit, als Salih Hawass noch das Ganze dort verwaltet hat. Das konnte man anhand von alten Fotos nachweisen. Und ja, der Ruf von Dominik Görlitz und Stefan Erdmann wurde trotzdem zerstört. Und man, also über die ganze Welt wurde getitelt, dass irgendwelche Deutschen die Cheops-Kartusche geschändet hätten. Und im Endeffekt kam dann aber raus, dass es so nicht war. Ja, allerdings ist nie veröffentlicht worden, was denn aus der Materialprobe nun, was dabei rausgekommen ist. Und da ist ja wohl schwer anzunehmen, dass man dabei herausgefunden hat, dass die Farbe, die hier entnommen wurde, halt nicht aus dem alten Ägypten ist, sonst hätte man das natürlich auf jeden Fall veröffentlicht, um zu belegen, dass Cheops der Bauherr war. Also auch wieder eine Lüge nach der anderen, die sich hier um diese Kartusche rankt. Jetzt kommen wir wieder zu Hansi Lippow. Der hat gesagt, okay, wenn man die drei Pyramiden als Position von Planeten ansehen kann, kann man vielleicht auch die Kammern Planeten zuordnen. Und er hat jetzt in diesem Beispiel nicht die Aphel-Distanz, sondern die Perihel-Distanz von Merkur zur Sonne genommen. Das ist der Ausgangspunkt. Hier ist Merkur im Perihel. Und dann ist die Venus, gibt es Zeitpunkte, in denen die Venus sich sozusagen in der Königinnenkammer befinden würde und gleichzeitig die Erde in der Königskammer in der Übertragung. Wenn man das jetzt auf den Mars ausweiten würde, würde er sich hier befinden, was an sich ja auch schon abgefahren ist, dass er überhaupt in der Pyramide ist. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit bei der Konstellation. Ja, und auch hier, wie das abgeleitet und erklärt wird, würde ich sagen, Leute, probiert mal aus zu gucken, ob es bei dieser Position, wo Hansi Lippow die Sonne verordnet hat und den Mars, nicht doch wirklich irgendwelche Hohlräume gibt. Wenn das so wäre, würde das die These noch mehr bestätigen.
Ich kann es nur sagen, beschäftigt euch mit den Thesen von Hans Jelito, das macht Spaß. Hier ein Pyramidion, ich weiß leider nicht von welcher Pyramide, und die Interpretation von Drunvalung Melchisedek, ja, die er halt in seinem Buch Die Blume des Lebens veröffentlicht hat. Und die Informationen kommen halt gechannelt von Todd. Da ist halt auch so die Sache, das ist alles Tiefrelief, was wir hier sehen. Also bin ich mir da nicht so ganz so sicher, ob die Bauherren wirklich das da reingeritzt haben. Aber er spricht halt auch von einer Mysterienschule, die halt dort absolviert werden musste. Und also die Blume des Lebens von Drunvalung Melchisedek, die zwei Bände, habe ich auch gerne gelesen. Das hat auch Spaß gemacht. Das hat jetzt nicht nur was mit Ägypten zu tun, aber kann man sich mal geben. So, hier einmal, ich lese es mal kurz vor, wie laut Livia Colonna in dem Buch Die sieben Skorpione der Isis eine Pyramide gebaut wird. Das ist auch gechannelte Literatur. Sie sagt, sie war eine Woche lang im alten Ägypten und hat dort mit verschiedenen Priestern, die halt für verschiedene Disziplinen zuständig war, jeweils einen Tag sprechen können. Und das ist auch ist ein spannendes Buch, weil es beschreibt, wie die damals, was weiß ich, Gehirnhautentzündung geheilt haben, wie die operiert haben, wie die Pflanzenkunde war. Also ne, aus jedem Bereich was raus. Und da gibt es natürlich dann ganz wichtig am Anfang gleich die Frage, so ja, ey, wie werden Pyramiden gebaut? Und das lese ich jetzt einfach mal kurz vor. Die menschliche Bemühung verbindet sich nun mit der göttlichen Macht wie folgt. Ist die Pyramide visualisiert und ein Ort für sie gefunden, wird sie in zwei Stadien realisiert, die mit der Schwangerschaft und der Geburt vergleichbar sind. Doch zunächst findet die Zeugung statt, indem die Priester sich in hohe Schwingungen versetzen und mit der göttlichen Macht verbinden. Sie empfangen deren kosmische Energien und erstellen im Geiste damit eine zweite Pyramide, um die zu erbauende. Diese ist siebenmal größer als die endgültige, hat jedoch genau dieselben Proportionen. Sie wirkt wie ein imaginärer Brutkasten, in dem die Energien der echten Pyramide während der Schwangerschaft ernährt werden. Die Priester erbauen also die größere Pyramide anhand ihrer Kenntnis der kosmischen Energien. Innerhalb dieses energetischen Rahmens ist die Schwerkraft zum Teil aufgehoben und das macht es möglich, die schweren für den Bau der Pyramide benötigten Steinquader mit Leichtigkeit zu heben. Die Hauptsache dabei ist somit die vorgestellte Pyramide, welche durch Erzeugen einer Leere in ihrem Innern das Erbauen der physischen Pyramide gestattet. Das Problem ist nur noch ein logistisches, da die Steine innerhalb dieses Raumes zwar nicht mehr so schwer, aber immer noch sehr groß sind. Der Transport aus den Steinbrüchen findet auf geölten, mit Sand abgestützten Gleisen unter geistiger Unterstützung der Priester statt. Die Gleise führen bis in die vorgestellte Pyramide hinein und werden während des Baus nach Bedarf weiter verlegt. Die Pyramide wird geboren, wenn die Priester ihre geistigen Kräfte ein zweites Mal anwenden und diesmal dazu einsetzen, die Energiekonstruktion aufzuheben und zu zerstreuen. Die fertiggestellte Pyramide ist nun zum ersten Mal der Schwerkraft ausgesetzt und all ihre Teile setzen und fügen sich perfekt ineinander. Neugeboren ist sie nun für ihr Leben als irdisches und göttliches Wesen bereit. Ja, so wird's gemacht, ne? Ja, zum Bau der Pyramiden, da ist die These aufgestellt worden, dass es halt spiralförmig innen lief, hier in so einem 3D-Modell zu sehen und halt die Steine auch immer hier so reingeschoben werden konnten und dann sind die halt hier so spiralförmig immer höher gewachsen. Klingt für mich plausibel. Diese Bilder, die hier gezeigt werden, sind von irgendeiner speziellen Scan-Methode, die irgendeiner da gemacht hat, der seine These stützen wollte. Und er hat natürlich auch genau das gefunden, was er gesucht hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich könnte es mir aber vorstellen. Es klingt für mich plausibel, eine Pyramide so zu bauen. Nur die postulieren das natürlich alles noch mit Seilen, Rampen und Tausenden von Sklaven. Das wage ich halt noch in Frage zu stellen, aber egal. Hier haben wir was Schönes, auch aus dem Buch Verborgenes Geheimwissen von Gernot Geise. So kann man es vielleicht auch gemacht haben. Ne? Also mit Magie in Anführungszeichen oder einer speziellen Form von Beeinflussung von Physik, die wir heute noch nicht kennen. Steht ja in dem Text drin, man legt einen Zettel mit einem Schriftstück auf den Stein und der macht dann einen Abgang. Wobei, man muss den auch schon ziemlich genau antippen, dass der auch wirklich genau seine Bahn behält irgendwie. Wenn man am Anfang irgendwie Millimü irgendwie zu weit links oder rechts antippt, dann würde der ja ganz woanders landen. Aber vielleicht hatten sie dafür auch irgendwelche Problemlösungen, auf die wir heute nicht kommen. Aber so wurde es halt auch mal berichtet, ne? 1360, ja, also das ist halt etwas fürs alternative Denken.
Ach so, genau. Und bevor ich es vergesse, das, was man hier sieht, ist ein kleiner Raum, der nach allen Seiten geschlossen ist, der aber diesem hier oder dem hier doch gut entspricht. Also aufgrund dessen ist man auch auf die Idee gekommen, diese These weiter zu stützen, dass man halt hier mal war und geguckt hat, ah, da ist ein kleiner Raum und ja, vielleicht hatte der zur Konstruktion, zum Bau irgendwie einen wichtigen Zweck. Zu eventuell weiteren Hohlräumen, die in der großen Pyramide sein könnten, hat Gernot Geise noch in seinem Buch geschrieben. Ich lese es mal ganz kurz vor. Ein japanisches Ägyptologenteam unter der Leitung von Professor Sakuri Yoshimura von Neda-Universität Tokio konnte nach Messung mit mikrogravimetrischen Instrumenten weitere bisher nicht bekannte Hohlräume und Gänge lokalisieren, zudem einen Verbindungstunnel zum Sphinx und unter der riesigen Löwenfigur einen weiteren Raum. Dr. Ahmed Kadri, der ehemalige Direktor der ägyptischen Altertümerverwaltung, vermutete, dass die Pyramide sogar zu 15 bis 20% aus Hohlräumen bestehe. Nun, die Hohlräume, die offiziell freigegeben sind, betragen etwa 1% der Masse des Volumens oder des Volumens der Cheops-Pyramide. Und hier spricht also jemand, der es wissen müsste, von 15 bis 20%. Zudem ist jetzt vor kurzem eine Myonenmessung gemacht worden oder so ähnlich, ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt, wo halt auch Hohlräume detektiert wurden. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es damit weitergeht. Aber ja, es ist doch höchstwahrscheinlich, dass da noch ein paar mehr Räume drin sind als das, was uns bekannt ist. Und die Ägyptologen behaupten zudem, dass die große Pyramide in nur 20 Jahren gebaut wurde. Das heißt also, man hätte im Schnitt alle 3 Minuten einen im Durchschnitt 6 Tonnen schweren Stein verbauen müssen, was auch irgendwie sehr unrealistisch klingt. Das hat, glaube ich, Herodot so beschrieben. Und ja, also wenn die das geschafft haben, dann hätten die irgendwelche Technik haben müssen, die wir selbst heute nicht haben. Weil ich denke, es ist jedem klar, dass man keine 2,5 Millionen Steine in 20 Jahren so präzise auf ein Zehntel Millimeter genau verbauen kann. Hier habe ich noch ein paar historische Bilder zusammengefügt. Was ich bei dem hier zum Beispiel interessant finde, wo hier Napoleon da gewesen sein soll, die Winkel stimmen ja überhaupt nicht, die hier gezeichnet wurden. Und ja, vielleicht hatte auch derjenige, der das Bild hier gemacht hat, nur aufgrund von Erzählungen das so nachgemalt, weil ich denke, dass wenn man vor Ort gewesen wäre, hätte man so wie der David Roberts hier die Winkel auch richtig gezeichnet. Und das ist vielleicht wirklich reine Fantasie. Was ich interessant finde, ist, er hat ja hier sehr schön diese abgeplatzte Spitze oder die noch intakte Spitze gezeigt. Wohingegen das hier doch relativ glatt aussieht und hier er das so aussieht, wie als wenn irgendein Teil noch fehlen würde. Ja, ich weiß nicht, ob es so alte Fotos davon gibt, von 1845, wo man das schon nachvollziehen kann, ob die Verkleidung da komplett weg ist. Auf jeden Fall wäre es ja skurril, wenn 1845 die Verkleidung der Pyramide noch da war und dann, ich glaube, um 1900 habe ich auf jeden Fall Fotos gesehen, wo die Verkleidung weg ist, wo man also innerhalb von 50 Jahren diese Verkleidung hier komplett abgenommen hätte. Oder es sieht halt nur auf dem Bild so aus und die Verkleidung ist halt hier ab. Und was ich noch interessant finde, ist, dass er hier diese Verfärbung hat, so auf einem Viertel der Höhe. Und man weiß ja von der Chephren-Pyramide, also von der hier, wo die Spitze noch drauf ist, dass ein Viertel der Höhe aus rotem Granit verkleidet war und 3 Viertel aus weißem Material. Und das ist ja hier irgendwie schon so ein bisschen angedeutet. Und ja, hier auch. Und das ist also entweder ein Hinweis darauf, dass auch diese Pyramide, die Cheops, oder die große Pyramide, mal mit einem Viertel andersfarbig verkleidet war. Oder dass vielleicht das Wasser der Sintflut irgendwann mal bis hier stand, als die Verkleidung schon weg war und diese Wasserstandslinie hier quasi hinterlassen hat. Dazu finde ich interessant, dass hier dieser Eingang ist. Der ist auch heute noch zu sehen. Also es ist in dem Sinne kein Eingang, weil man kann nicht sehen, dass es da wirklich tief reingeht. Aber da wurde halt mal reingehämmert und man hat geguckt, ob da irgendwas ist. Und entweder hat man es wieder zugemacht oder dahinter ist halt wirklich ein Eingang. Und um zu kontrollieren und zu zeigen, dass der David Roberts hier wirklich das sehr gut umgesetzt hat und doch höchstwahrscheinlich vor Ort war, habe ich hier mal
die Position von ihm eingezeichnet, wo man hier dann den Sphinxkopf sieht, also an der Sichtachse vorbei, der halt hier sozusagen hier gerade noch auf dem Bild drauf ist und wo ich schon glaube, dass das hier oben ein realistisches Abbild ist von dem Szenario, wie er das 1845 vorgefunden hat. Hier habe ich die beiden Pyramiden noch mal so ein bisschen hervorgehoben auf dem Bild hier unten, um auch hier das zu zeigen. Gut, das ist natürlich jetzt schlecht, weil es so klein ist, dass die halt so glatt verschalt aussehen, genauso wie diese Pyramiden hier glatt verschalt aussehen. Und auch hier ist es unklar, ob da die Verschalung noch dran ist oder nicht. Und auch hier sieht es doch, also hier sieht man eine kleine Andeutung von der Verschalung oben, aber auch das sieht halt richtig glatt aus. Und vielleicht ist der Steinraub ja erst vor ganz kurzer Zeit passiert. Dann dieses Bild hier oben finde ich auch sehr seltsam, weil halt hier der Pyramidenwinkel überhaupt nicht stimmt. Also die sind viel zu steil hier, diese Pyramiden. So ähnlich wie das auf der 1-Dollar-Note ist. Da ist es ja auch viel zu steil angegeben oder gezeichnet worden. Und das ist für mich immer so ein kleiner Hinweis, dass das Leute gezeichnet haben oder gemalt haben, die gar nicht vor Ort waren, sondern denen es nur erzählt wurde. Und die haben das halt so in ihrer Vorstellung dann halt so wiedergegeben, wie man es hier sieht. Ja, hier noch ein schönes Bild von der Lepsius-Expedition. Und ja, wir sehen hier die drei Nebenpyramiden. Also wir blicken von der Spitze der Chefenpyramide auf die Cheops-Pyramide. Und ja, hier sieht man, wie dieser Gang hier so im Grün verschwindet. Vielleicht ist hier schon so leicht angedeutet der ehemalige Taltempel, aber wenn dann auch nur sehr vage. Also ich glaube nicht, dass das hier hinten ein Taltempel ist. Ich denke, sind eher ein paar Häuser, die da zu so einem kleinen Ort zusammengeschmolzen sind. Ja, was ich schön finde, ist, wie hier so Sand aufgehäuft wurde und wie man auch hier sieht, wie Sand aufgehäuft wurde. Ja, wo ich ja mal so spontan denke, dass hier ein kleiner Eingang war und auch hier ein kleiner Eingang. Es gibt ja an der Stelle immer noch dieses eine Loch, was man auf Fotos auch sehen kann. Und ja, hier halt die Masterbars, das Feld der Masterbars so angedeutet. Und was ich auch sehr spannend finde, hier sieht man wieder so eine Linie, die hier durchgeht. Und hier unten sieht es halt aus, als wären hier die Steine entfernt. Und hier unten auch, genauso wie hier. Und man ist quasi mit dem Abtragen der Steine in etwa bis hier gekommen. So, hier sind noch ein paar glatte Steine, hier sind schon wieder ein paar rausgebrochene. Und ja, hier oben sind ein paar weggebrochen. Aber so im Großen und Ganzen wirkt die Pyramide auf mich, als wäre sie noch bis das untere Viertel hier verschalt. Und ja, das Ganze wurde 1842 bis 1845 in diesem Zeitraum gezeichnet. Ja, finde ich skurril, wenn ich mir vorstelle, dass die Verschalung zu dem Zeitpunkt noch so intakt war. Vielleicht war er auch nur zu faul, das alles weiter anzudeuten, aber irgendwie waren die doch, wie gesagt, sehr präzise damals. Und ja, finde ich, das ist eine spannende Vorstellung. Ja, hier noch ein paar Bilder für die verschiedenen Thesen, die es zu den Hohlräumen der großen Pyramide gibt. Einmal hier das von Hans Jelitow, der ja noch gesagt hat, dass hier die Kammer des Mars sein müsste, in etwa angegeben. Dann hier das von Rico Paganini vom Giza-Vermächtnis, auch sehr interessant, der sich halt darauf beruft, dass halt in der Nähe der Königinnenkammer, der sogenannten, noch verschiedene Hohlräume sind und auch hier in der Nähe der Königskammer, der sogenannten, noch ein Hohlraum sein soll. Dazu passt dann halt das, was der Professor Yoshimura 1987 an Radaraufnahmen gemacht hat, wo halt steht, dass halt in der Nähe der Königskammer, nördlich davon, das würde auch in dem Fall hier passen, das wäre nördlich der Königskammer, Hohlräume sind. Und ja, auch noch hier in der Nähe der Königinnenkammer ein 30 Meter langer Gang. Parallel zum bekannten horizontalen Gang. Also das wäre hier parallel zu diesem Gang, müsste halt noch ein anderer Gang laufen. Dann habe ich hier mal die Sachen von Axel Klitzke eingefügt, die er letztes Jahr, also 2018, auf einem Vortrag postuliert hat,
wo halt hier noch eine zweite Galerie verborgen sein soll. Das sieht man in diesen beiden Bildern. Also das ist dasselbe neue Gangsystem, was man hier sieht, was parallel nördlich versetzt zu dem bekannten Gangsystem ist. Das ist das hier, die bestehende Galerie oder die bisher bekannte Galerie. Die sieht man auch hier nochmal zusammen mit diesen sogenannten Entlastungskammern. Und ich habe halt mal zwei Ansichten davon nebeneinander gestellt, damit man sich das besser vorstellen kann. Und Axel Klitzke sagt ja dann auch, dass hier hinten noch so ein querliegender Raum ist. Das wäre der hier, der gar nicht so weit weg von der Marskammer von Hans Jelitow ist. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und ja, wir haben ja schon gehört, dass diverse Scan-Methoden ergeben haben, dass da noch einige mehr Hohlräume in der großen Pyramide sind. Und ich nehme eigentlich an, dass es auch in anderen Pyramiden der Fall ist, dass da mehr Hohlräume sind, als bekannt ist. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass solche Thesen, die hier aufgemacht werden, auch verifiziert werden. Das wäre natürlich dann ein weiteres Indiz dafür, dass die große Pyramide keine Maschine ist. Aber ja, das sind halt auch alles jetzt erstmal noch Spekulationen. Nur was ich zeigen wollte, ist, dass halt viele Menschen sich darüber Gedanken machen und auch wirklich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ja, dass sich aber so mehr oder weniger alle einig sind, dass es halt noch mehrere Räume in der großen Pyramide gibt. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Das habe ich von dem YouTube-Kanal Gedanken der Zeit. Auch ein sehr interessanter Kanal, wie ich finde. Kann ich ja nur jedem wärmstens empfehlen, mal Gedanken der Zeit auf YouTube sich anzugucken. Ja, da schreibt er das halt aus dem Buch Mysteries of the Pyramid, da halt auch noch weitere Hohlräume beschrieben werden. Und zwar hat dieser David Herbert Lewis einen Geheimgang gefunden, der hier oben anfängt und dann als Treppenhaus ein relativ schmal gebautes Teil nicht nur bis hier zur Galerie führt, sondern daran vorbei, also auch die Galerie gar nicht berührt. Also wenn man das jetzt um 90 Grad drehen würde, dann würde das dahinter oder davor laufen, auf jeden Fall nicht auf derselben Ebene. Und das Ganze dann aber noch richtig tief weiter runter geht, hier in den Stein hinein, in den Grundstein und dann hier zu der mit B gekennzeichneten sogenannten Halle der Aufzeichnungen kommt. Die wurde hier auch nochmal illustriert. Hier oben sieht man, dass halt so ein Gang, so ein Stein weggeschoben wurde, um an dieses Treppenhaus zu gelangen. Hier sieht man das auch nochmal schön illustriert. Das ist alles aus diesem Buch Mysteries of the Pyramid. Und also diese Stelle hier oben, die hier so illustriert wurde, wäre dann der Eingang, der hier fast an der Spitze der Pyramide liegt. Und ja, dann wurden dort noch auf einem Metall Schriftzeichen gefunden. Also da gab es so ewig viele Metallfolien, auf die halt Texte aufgebracht waren, die so aussahen, wie man das hier in dem Textbeispiel sieht. Und wo halt das Wissen über Äonen von Menschheitsgeschichte gelagert sein soll. Ja, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante These. Was ich daran problematisch finde, ist, wenn man sich mal anguckt, dass hier 177 Meter unter dem Null-Level der Boden dieser Halle der Aufzeichnungen sein soll, dann frage ich mich, wie tief ist denn damals das Grundwasser gewesen, als sie das gebaut haben? Weil man kann so eine Halle ja nicht unter Wasser bauen, oder jedenfalls glaube ich das, dass man das nicht kann. Ja, also muss ja deutlich tiefer gewesen sein als heutzutage. Ja, fand ich auf jeden Fall eine interessante These zu weiteren Hohlräumen in der großen Pyramide.